Hallihallo, Hallöchen, meine Guten. Hier ist wieder Katrin von 9999dinge.de. Heute wieder in der Kategorie Bastelideen, Gestaltungsmöglichkeiten, wie auch immer wir das nennen möchten. Und ich möchte mit euch heute wieder zusammen basteln. Da liegt noch das Handy, das hat da nichts zu suchen. So, was möchte ich heute mit euch machen? Heute ist es halb basteln, halb gestalten. Ich möchte einfach mit euch eine Geschenketasche verzieren. Irgendwann kommt auch mal ein Video, wie wir uns solche Taschen selber machen können. Jetzt habe ich sie gekauft. Ich weiß noch nicht, ob der Haul schon online ist. Ich war da in einem großen Bastel-Großhandel, beziehungsweise wo auch normale Menschen rein können. Ja, Großhandel ist es eigentlich nicht. Ich sag mal, ein Deko-Bastelladen und da habe ich die mir mitgenommen. Preis, seht ihr, 1,09 Euro. Und ich möchte mit euch diese Tasche für die Einschulung gestalten. So, was brauchen wir dafür? Ich verlinke euch natürlich alles wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich arbeite hier mit Papierresten. Die sind noch übrig von den Bastelideen mit den Stiften und mit der Einschulungskarte. Das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das ansehen möchtet. Das sind die Reste davon. Dann benötige ich Papier, was auch wieder so eine Art Stift darstellen soll. Also ich zeige euch mal meine Bastelprobe, das hier. Und da habe ich gedacht, da passt dieses Papier hier recht gut. Ja. So, das benötigen wir. Dann muss ich mal gucken, dann habe ich mir hier dieses Klemmbrett herausgesucht. Da möchte ich dann mit dem Kreidemarker draufschreiben. Ich hoffe, der ist noch gut, weil den habe ich schon länger. Dann habe ich mir diese Sticker herausgesucht. Dann diese kleinen Schultüten. Schneidebrett. Klebemittel. Schere. Eventuell Cuttermesser. Weiß ich aber noch nicht. Und wir nehmen doppelseitiges Klebeband und die Prickelnadel, damit ich das einfach besser lösen kann. Und hier ist eine kleine Fliege, die ich jetzt mal rausscheuchen muss. So, ich schiebe mir alles ein bisschen hoch. Als allererstes basteln wir uns die Stifte. Jetzt messe ich mir dafür die Tasche aus. Upsala, ups. Da schmeiße ich erstmal alles weg. Mein Stift hatte ich gewählt, die Größe 2,5. Meine Tasche ist breit 12,5. Das reicht für 5 Stifte, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf gerechnet habe. Das heißt, ich bastel mir 5 solche Stifte. Ihr müsst nicht dieses glänzende Papier nehmen. Ihr könnt natürlich, ne, was ihr möchtet. Aber ich verwerte jetzt Reste und deswegen bastel ich mir jetzt Stifte aus diesem Papier. Das blaue nehmen wir dazu, rosa, lila. Und habe ich noch eine Farbe? Soll ich das mitmachen? Passt das? Bin mir nicht sicher. Nee, passt nicht so gut. Dann machen wir nochmal blau. Ist das das gleiche? Nee, ist ein anderer Farbton. So, wie bastel ich mir den Stift? Es ist nicht so wie bei dieser Anleitung, wo ich das gefaltet habe. Wo habe ich sie denn jetzt, die Stifte? Moment. Also nicht wie bei diesen Stiften, wo man das in Origami-Style macht, sondern wir machen heute gerade flache Stifte, ganz einfach aus Papier. Dafür schneiden wir uns zurecht eine Größe von, die Länge ist erstmal egal, weil das variieren wir dann. Also mache ich Länge erstmal so, ne? Zack. Und die Breite machen wir auf 2,5. Handarbeit, da kann alles mal ein bisschen, ja, wenn es mal nicht so genau ist, reißt einen auch keiner den Kopf ab. So, das wäre dieses Teil zum Beispiel. Und da mache ich jetzt mir einfach so ein paar Zacken rein. Ich setze die Schere einfach an. Geh runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ihr seht, es muss nicht gerade sein. Einfach so, wie es gerade hinhaut. So, jetzt haben wir das. Jetzt benötige ich hier unten
dieses Stück. Dann nehme ich jetzt einfach das andere. Wenn es ein bisschen mehr ins Orange reingeht, ist überhaupt nicht schlimm. Es gibt ja auch Stifte, die oben halt anders aussehen, ne? Wo das Teil auch eine andere Farbe hat. Und das muss aber auch 2,5 sein. Das hatte ich ja für hier schon vorbereitet. Das bedeutet, ich habe hier schon die 2,5 und da schneide ich mir wieder ein kleines Stückchen ab. So, und aus diesem kleinen Stückchen mache ich jetzt einfach hier oben ein Dreieck. Wenn ihr ganz genau haben wollt, ne, das sind diese 2,5 und von 2,5 die Hälfte ist genau 1,25. Und dann mache ich mir jetzt einfach mal hier so eine Markierung. Wenn ich die Kamera zu runter stelle, zu weit runter mache, wird das mir zu hell. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr das seht. So, jetzt setze ich hier an der Seite an und schneide einfach mir so ein Dreieck. Einmal dahin und einmal dahin. Jetzt halte ich mir das Probe. Passt, ne? Also kann ich es festkleben. Das bedeutet, ich nehme meinen Prittstift, mache hier ein bisschen Klebstoff dran und mache das schon mal hier dran fest. So, jetzt brauche ich hier oben noch die kleine Spitze. Dann nehme ich mir von dem Papier, schneide ich mir hier erstmal eine Ecke ab. Lege die Ecke hier oben an. Drehe das um. Passe mir das an. So. Dann mache ich hier auch Klebstoff dran. Da ist schon wieder eine Fliege. Das gibt es doch wohl nicht. Wo kommen denn die ganzen Fliegen her? So. Klebt das hier drauf. Jetzt kann ich das Ganze noch anpassen, weil es hier so ein bisschen drüber steht, damit es auch von vorne gerade dann aussieht. So, so, so. So. Und fertig ist mein Stift. Jetzt lasse ich den trocknen und mache mir jetzt noch mit den anderen Papieren drei weitere. So, ihr seht, super easy, super einfach. Und jetzt mache ich mich an die anderen drei. So, wenn ich die Stifte fertig habe, platziere ich die dann auf meiner Geschenketasche. Ich mache die Tasche noch nicht auf, weil ja, so geht es am besten zu kleben. Wenn ihr im Hintergrund was prappeln hört, das ist meine kleine Leni, die ist gerade wach geworden. So, ich bringe das so auf, nicht so weit hoch, weil hier oben soll sich ja noch so ein bisschen was abspielen. Ich mache die Stifte hier unten hin, aber auch nicht so akkurat, ne, dass sie eine Linie ergeben. Bisschen höher, bisschen runter, eigentlich so wie bei der Karte, falls ihr die gesehen habt. Ich bringe das jetzt so auf, entweder wieder mit einem Prittstift oder ihr nehmt doppelseitiges Klebeband, wie ihr das möchtet. Und das ist das, was ich jetzt als nächstes mache. Also ich klebe das jetzt so auf. So, und zum Schluss drehe ich das Ganze rum und schneide mir dann hier praktisch die Längen ab. Ich habe mich dafür entschieden, die gleich abzuschneiden. Und falls manche nicht wissen, wie ich das eben gemeint habe, ne, ich mache mir hier Klebstoff hin. Hier mache ich es richtig schön fest, weil die Geschenketasche ist ja zum Hinstellen, die wird ja befüllt, die wird ja umhergetragen und da muss das richtig gut halten. Also mache ich mir drei solche Streifen hin. Da geiz ich dann nicht rum, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man hier so eine schöne gebastelte Tasche hat und verschenkt die und auf einmal fällt alles ab, ne? Das wäre dann ein bisschen, also ich würde es als peinlich empfinden. So, einmal. So, ihr seht ja hier an der Uhrzeit, ne? Kurz vor 9.
Unsere Leni hat 12 Stunden geschlafen. Das ist echt Wahnsinn. Und die schläft am Tag auch viel. Also sie ist zwar jetzt länger wach wie noch vor ein paar Wochen, ne? Aber und ihr seht, ich bin jetzt hier am Basteln. Die liegt jetzt in ihrem Bettchen seit circa 20 Minuten. Also ich hole die nicht gleich aus dem Bett raus. Die will einfach dann spielen. Die hat jetzt im Bettchen ihre Schmusetücher logischerweise. So, seht ihr, ich habe jetzt das hier abgemacht. Und die braucht so die Zeit, um wach zu werden, so um richtig fit zu werden. Ihr hört sie auch nicht groß knängeln. Jetzt hört sie mich reden, jetzt ist sie ruhig. Das ist echt Wahnsinn, dieses Kind. Das ist ein Traum. Und die macht sich dann bemerkbar, wenn sie raus möchte. Da fängt sie dann an, ein bisschen lauter zu prabbeln. So, jetzt ist sie ruhig, weil sie mich reden hört. So, habt ihr das gesehen? Und jetzt mache ich das letzte drauf. Und dann ist der untere Teil schon mal fertig. So, bevor ich jetzt weitermache, mache ich mir meine Geschenketasche erstmal auf, weil ich will ja gucken, ne, ob das alles so hinhaut. Ja, das ist schon mal in Ordnung. So, jetzt gucke ich oder bringe erstmal auf, was ich hier vorne noch draufkleben möchte. Ich habe ja hier meine kleinen Schultüten, ich habe die Aufkleber und ich habe dann hier dieses Teil. Hier kann man entweder draufschreiben, für dich, Schulkind, der Name. Ich nehme jetzt einfach mal den Namen. Wir machen heute mal eine Jungtüte. Dann nehme ich jetzt einfach mal, was gibt es denn für schöne Namen? Ich habe keine schöne Schrift. Ich nehme jetzt einfach mal, was gibt es denn für, ich weiß es gar nicht. Ich nehme jetzt einfach mal den Namen von meinem Patenkind. Dann nehme ich jetzt einfach mal Luis. So, man kann jetzt schön mit Schnörkelschrift oder so, aber ich habe keine schöne Schrift, also Schnörkelschrift. Ich versuche es einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal hier ein L hin. Ich hoffe nicht, dass er das Video sieht, weil er ist mittlerweile, ja, er ist so alt wie Justin, 15. Wenn er denkt, ich habe ihn jetzt in einem Schuleinführungsvideo erwähnt. So, dann machen wir einfach mal Luis. So. Das muss ich auch mir noch aneignen. Da muss ich unbedingt mal einen Kurs belegen oder so mit Handlettering. Oder ich muss mir Bücher besorgen, wo ich das üben kann. Das ist bestimmt auch was Schönes. Aber alles nach und nach. So, das nehmen wir jetzt einfach mal so. Ne? So, jetzt habe ich schon, für wen es ist. Weil es kann ja auch sein, dass man mehrere oder fürs Nachbarkind, ja, wo dann ein bisschen Süßigkeiten reinkommt. Und das werde ich mir dann mal gucken, kann ich das hier so dran machen? Das könnte eigentlich hier so dran. So, jetzt nehme ich einen Aufkleber, Schule, Kindergarten durchgestrichen. Das setze ich ganz einfach hier hin. So. Ihr seht, das braucht gar nicht viel, so eine kleine Tüte zu dekorieren. Und vor allen Dingen, ne, in manchen Ortschaften und Dörfern ist es ja so, dass wenn welche in die Schule kommen, der halbe Ort noch was schenkt oder so. Und wenn man dann 2, 3 Kinder hat, dann hat man, lohnt sich auch so ein Kauf. Die hier, die waren schweineteuer. Ich glaube, die waren 6 € oder so. Ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwo anders günstiger bekommt. Jedenfalls habe ich mich fast auf den Hosenboden gesetzt. Aber ich habe sie gebraucht für die Anleitung hier. Und von daher habe ich sie mitgenommen. So, jetzt nehme ich mir hier ein Zuckertütchen raus. Oder 2, nämlich mal grün und blau. Da könnte man jetzt zum Beispiel Senfstücke reinmachen. Oder 2 Senfstücke. Ja, weil kleine Kinder lieben Kleingeld. Bei meinen Kindern war es immer so, die haben sich über Kleingeld gefreut, über die Scheine nicht so. Ne, wo du als Erwachsener sagst, oh, lieber Scheinchen als Kleingeld. So, jetzt hole ich mir das hier heraus.
wenn es irgendwie möglich ist. Das müsste ja aber eigentlich möglich sein, nur nicht kaputt machen. Jetzt hole ich mir noch ein Schnürchen, mache das jetzt schön zu. Warum kommt das nicht raus? Ich will es auch nicht kaputt machen für den Preis. So, das stopfe ich mir jetzt ein bisschen aus. Mach mir das zu. Oder ich brauche es auch gar nicht ausstopfen. Seht ihr, das geht auch so. Das geht auch so. Genau, die mache ich mir jetzt zu. Und dann hänge ich die mir hier dran. Genau, so mache ich das. Und nicht anders. So, ich habe mir jetzt hier so ein bisschen was rausgesucht. Jetzt mache ich hier ein Schleifchen hin. Vielleicht setze ich da auch noch ein kleiner Ups, habe ich wieder Wortgulasch. Vielleicht setze ich auch noch einen kleinen Klebepunkt hin. Also da muss man echt nicht kreativ sein, um so eine Tasche zu dekorieren. Und ich finde, das sieht doch echt viel, viel schöner aus wie so eine gekaufte. Klar gibt es richtig coole gekaufte Taschen, die auch was hergeben. Aber ich finde, das ist doch viel schöner, oder? So, jetzt gucken wir mal. Wir müssen die ja auch noch befestigen. Ja, kann man machen. Aber ob das dann hält, ist so die zweite Frage. So, so sieht das jetzt aus. Und jetzt nehme ich hier das und binde mir das an die Tasche hinten dran. Also hier, ne, hier binde ich das dran. Und das hier binde ich da wahrscheinlich auch noch dran, dass die beiden hier drüben runter hängen. Dann befülle ich das mit meinen Geschenken. Und dann kann ich das verschenken. Ja. So, ihr Lieben, so könnte das Ganze dann aussehen. Ich habe die Tüte jetzt befüllt mit den Sachen, die ich euch neulich in dem Video vorgestellt habe, Ideen zur Einschulung. Da könnt ihr auch gerne nochmal gucken. Das Video verlinke ich euch auch unten. Und ja, das kann man natürlich länger machen, kürzer. Man könnte es auch dran knipsen. Man kann sie hier rüber machen, man kann sie da machen, dass man das Schild halt besser sieht. Also, ne, es geht ja so um die Geste und ich finde das richtig schön. Also ich hätte mich damals auch gefreut, wenn meine Jungs dann sowas bekommen hätten. Aber ich glaube, die Verwandtschaft damals, da basteln alle nicht. Von daher, ja, ist das alles gut so, wie es gewesen ist. Und ich finde sie goldig. Oder was sagt ihr? Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ab damit in die Kommentare. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bleibt alle schön gesund. Und die nächsten Tage geht es natürlich weiter mit tausenden von Themen hier auf meinem Kanal. Deswegen ja auch 9999 Dinge. Also, bis dann, meine Guten. Tschüss, bis bald. Eure Katrin.